Wir sitzen hier vor der Skyline von Rotterdam. Rechts von mir Mental Deo, links von mir Charlie Launoy. Ihr beide kommt eigentlich nicht aus Rotterdam, oder? Nee, wir kommen nicht aus Rotterdam. Woher kommst du? Ich komme aus dem Süden von Holland, das ist in der Nähe von Eindhoven. Und du? Ich komme aus Den Haag, weil das nur Hacken gibt. Hacken gibt's? Hacken. Wie kommt ihr, in welcher Verbindung steht ihr zu Rotterdam? Warum denken alle, ihr seid aus Rotterdam? Ich bin angefangen mit DJs aus Rotterdam, auch aufgelegt hier. Und da haben sie alle geglaubt, dass sie aus Rotterdam kamen. Auch die Sound, die wir machen, war richtig hart, richtig die Sound. Und da sagen alle Leute, oh, die kommen von Rotterdam. Wann hat das eigentlich alles angefangen mit der Gabba-Musik mit euch beiden? Wann das richtig angefangen hat, das war, wir hatten eine Idee über eine Platte, das war mit den Sounds von ECDC. Mhm. Da haben wir eine Platte gemacht, das war eigentlich die erste Platte, die wir zusammen gemacht haben. Und das war A Whole Lot of Low Noise. Aha. Und das war so eine richtige harte Platte, 190 und nur Gitarren und weißt du was, das war so hart. Aber diese Platte war ein kleines Hitchen in Amerika, in die Techno-Clubs, weißt du? Aha. Wie arbeitet ihr im Studio? Ihr zusammen? Ja, immer zusammen. Jeder kann die Instrumente bedienen? Ja. Wir haben zwei Studios. Ja. Eins ist in Den Haag, das ist an meine Hause. Ja. Und eins ist am Theos Hause. Und Theo bedeckt. Bedenkst du mal etwas? Aha. Ja, weißt du? Dann machen wir und dann rufe ich ihm an. Charlie, ich habe eine Idee. Hör mal, das geht so. Am Telefon. Und dann weiß er. Setzt er sich hin und macht das. Ja, dann mach ich so. Ich komme morgen nach dir, ja, okay. Und dann hat er etwas gemacht und dann sage ich, oh, mach das so. Und dann sagt er, oh, mach das so. Ja, wir machen das so. Wir machen immer alles zusammen. Wie hat sich die Techno-Szene momentan in Holland entwickelt? Das hat sich ja einiges verändert, ne? Viel verändert. Wenn das alles angefangen hat, das war 2-3 Jahre zurück, war das richtige Gabo-Musik, aber nicht so schnell, 140, 150, war richtig schön, aber nachher geht das immer schneller, 150, 60, 70, 80, letztes Jahr war das über 200. Das war nur... Wie haben die getanzt, die Leute? Du kannst es so gut, zeig uns mal. Die Leute in Holland tanzen immer so, dann haben sie immer ein Kleidchen, weißt du, so geile Haare auf das Kopf und dann weißt du... und, das ist immer so, es geht ganz schnell und das... Mental Theo. Oh ja, so geht es. Ich dachte nicht so, ich will mehr romantisch sein. Du kommst ja aus der Nähe von Eindhoven. Kennst du jemanden in Eindhoven eigentlich? Nee. Ja, doch. Es sind nicht viele großen DJs in Holland und auch nicht viele Frauen-DJs machen, aber das eine, das heißt Saskia, hat ein eigenes Plattenlabel, das ist Jackslip Records und das ist die einzige Mädchen in Holland, was auflegt.